Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Ja, mein Vater wurde wieder in Gang noch eingeliefert. Was hat er nicht? Kommt wieder, denkt ihr euch, denke ich mal. Wie oft wurde mein Vater noch eingeliefert, denkt ihr euch? Ja, das denke ich mir auch. Wie oft muss er noch in Gang noch? Das denke ich mir auch. Wie lange wird er noch überleben? Das frage ich mich auch immer, liebe Freunde. Ja. Wie er den Krieg gelegen hat, er wurde wieder in Gang noch eingeliefert. Warum und weshalb, erzähle ich euch auch in diesem Video. Aber auch mal fangen wir damit an. Letzten Monat wurde er auch in Gang noch entlassen. Das wird er an 31.08. 2023 wurde er entlassen. Und diesen Monat kommt er schon wieder rein in Gang noch. Also, Leute, was ist los? Ja? Ich glaube, lange lebt er, denke ich mal, ja nicht mehr, gehe ich mal von auch, liebe Freunde, weil ja, so oft wie wir ja schon gegangen waren, rufen mussten. Also wirklich, ich glaube nicht, dass er noch lange leben guckt, weil es geht ihm momentan immer besser und er muss viel öfter ja gegangen auch. Und ja, deshalb denke ich mal, wird er nicht mehr so lange leben. Ich denke ja sicherlich, ach ja, ich kommt wieder alles gut geworden. Ja, Leute, kann sein, dass wieder alles gut wird. Kann auch gar nicht sein. Wieder auch in Gang noch, in Lachenburg. Kann passieren. Dass er wieder in Lachenburg auch in Gang noch, dass dann wieder ein paar Wochen alles okay ist. Und dass wir dann wieder in Gang mal rufen müssen. Es kann möglich sein, ja. Wie egal, liebe Freunde, man weiß es halt nicht. Er hat aber den Alter ja erreicht. Er ist ja 84 Jahre alt. Und das ist ein schönes Alter, liebe Freunde. Da müsst ihr auch gar nicht denken. Ja. Er wurde wieder eingeliefert wegen Atemnot. Er hat wieder fürchterliche Atemnot gehabt. Deshalb wurde er eingeliefert. Aber ich denke mal, wir fangen auch mal von vorne an. Fluchgisk. Ja, ich war mit dem Hund rauchen gewesen. Ich war mit dem Hund rauchen gewesen. Um 5 Uhr bin ich mit dem Hund rauchen gegangen. Komm wieder rein. Mein Vater ruft mich. Ich kann mal hinkommen bei ihm. Und ja, dann bin ich natürlich hingegangen bei ihm. Und ja, er hat gesagt, er hat arg genug. Und ich soll immer meine Mutter Bescheid sagen, dass ich den Krankenwagen rufe. Und dann meine Mutter wieder den Krankenwagen gerufen. Und dann kam die natürlich wieder mit Baulicht. Und ja, in der Krankenwagen ist 4 Säcke an die Theke gewesen. Und eine Frau Doktor war auch gewesen, die mein Vater behandelt hat. Und die haben ihn dann halt wieder mitgenommen in den Krankenhaus. Wegen arg genug, wie gesagt, er hat keine Luft bekommen. Ich habe schon gesagt, Alter, hoffentlich überlebt er, bis der Krankenwagen kommt. Aber er hat es überlebt, bis der Krankenwagen kam. Und die sind wieder mit Baulicht gefahren. Und der wurde jetzt wieder in Gang noch eingeliefert. Liebe Freunde, wie gesagt, bis jetzt weiß ich nicht mehr. Wenn ich mehr weiß, wollte ich euch wieder ein Video raushauen. Aber jetzt kann ich euch nur sagen, mein Vater wurde eingeliefert in Gang noch wegen Atemnot, weil er keine Luft bekommen hat. Aber was er genau hat, keine Ahnung. Ich kann jetzt die Vermutung angehen. Das kann ich auch machen. Es könnte sein, dass mein Vater vielleicht wieder Wasser in der Lunge hat. Könnte möglich sein. Ist aber nur eine Vermutung. Wie gesagt, mehr kann ich halt nicht sagen. Ist nur eine Vermutung. Sollte ich aber mehr wissen, wollte ich euch informieren. Ich wünsche euch aber trotzdem noch eine angenehme Woche. Und viele fragen mich auch immer, warum weint ihr denn nicht in dem Video? Oder warum macht ihr denn nicht? Ja, was bringt mir das zu weinen? Ja, was bringt mir das zu weinen? Ja, das bringt auch noch, gerne, liebe Freunde. Das Wein bringt noch, liebe Freunde. Ist schon gaugig, aber muss gar nicht wegen mir ein bisschen weinen. Ja. Ich wollte mal gerne, liebe Freunde, gerne euch gerne eine angenehme Woche und ciao.